Die Grünen in Harheim wollen sichere, schnelle und direkte Radwege. Laut einer Studie der TU Dresden wurde 2018 schon jeder fünfte Weg von Frankfurtern mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist beachtlich. Doch was kann das Fahrrad in der Stadt eigentlich besser als das Auto? Lassen wir sie doch gegeneinander antreten. Unsere erste Disziplin, die Kosten. Ein vernünftiges Magenrad gibt es für ca. 500 Euro. Für den Preis bekommen Sie immerhin neue Autoreifen inklusive Montage. Auch wenn Benzin und Diesel in den letzten Jahren wieder preiswerter geworden sind, Muskelkraft kostet weit weniger. Ein gutes Frühstück und Wasser reichen. Steuern, Versicherungen, Benzin, Parktickets. Beim Radfahrer Fehlanzeige. Klarer Vorteil für das Fahrrad. Und wie sieht es mit der Zeit aus? Nehmen wir mal an, Sie möchten von Harheim zum Römer fahren. Das sind mit dem Fahrrad laut Routenplaner rund 10 Kilometer, ca. 35 Minuten. Mit ein wenig Training schaffen Sie sicherlich schnellere Zeiten. In unserer Stadtteilgruppe liegt der Rekord bei 25 Minuten. Mit dem Pedelec oder E-Bike erlebt man sogar einen wahren Geschwindigkeitsrausch. Mit dem Auto ist die Strecke deutlich länger. Sie sind mindestens 15 Kilometer unterwegs. Laut Routenplaner dauert das 20 Minuten. Doch in der Raschauer liegt die durchschnittliche Geschwindigkeit eines Autos in der Innenstadt von Frankfurt bei etwa 17 km/h. Dichter Verkehr und Stau haben die Frankfurter im Jahr 2018 rund 107 Stunden ihrer Zeit gekostet. Sie merken schon, wenn Sie Pech haben, werden Sie von einem Radfahrer eiskalt überholt. Und während der sein Rad bequem abstellt, beginnt für Sie als Autofahrer eine nervige und oft teure Parkplatzsuche. Radfahren ist also in Richtung Innenstadt der schnellere Weg. Weiter geht's mit der Gesundheit. Ein Fahrrad hält fit. Wer regelmäßig auf dem Drahtesel sitzt, tut was für den Kreislauf und beugt Bewegungsmangel vor. Rund 2/3 des Körpergewichts werden vom Sattel getragen. Das schont die Gelenke. Forscher haben herausgefunden, sie können ihre Lebenserwartung um 3 bis 14 Monate steigern. Außerdem tut Radfahren der Psyche gut. Eindeutiger Sieger. Nächste Disziplin, die Wettertauglichkeit. Okay, Fahrradfahren im Winter ist nur etwas für Hartgesottene. Sturm und Hagel stellen ebenso eine Herausforderung dar. Aber irgendwo muss das Auto ja auch mal punkten dürfen. Letzter Aspekt, die Umwelt. Benziner und Diesel können hier nur einpacken. Das Fahrrad ist umweltfreundlich und klimaschonend. Kein CO2-Ausstoß, kein Lärm, keine Schadstoffe. Auch die Produktion ist deutlich ressourcenärmer. Achtung, Klugscheißerwissen. Um ein Auto herzustellen, benötigt man rund 400.000 Liter Wasser. Beim Fahrrad sind es nur 500. Klarer Sieg für das Fahrrad in der Stadt. Radfahren hält Sie und Ihre Umwelt fit. Wir stehen hier im Bergersheimer Bahnhof am Fahrradschnellweg zwischen Harheim und der Frankfurter City. Auf dieser Route zwischen Harheim, Bergersheim, Bräuningsheim, Eckenheim und Nordend sind wir in etwa 25 Minuten in der Stadtmitte, emissionsfrei und ohne viel Parkraum zu belegen. Noch allerdings, denn die Deutsche Bahn baut 2 weitere Gleise hier dazu und der Bahnübergang wird Ende 2021 für immer geschlossen. Radfahrer können dann nicht mehr die Bahnlinie überqueren. Weil aber Radverkehr am Stadtrand die Bahn und die Stadt Frankfurt nicht so sehr interessiert, wird es dann keinen Radschnellweg mehr geben nach Frankfurt. Wir wollen aber weiterhin schnelle, direkte und sichere Radwege auch hier.